Naja, du hast doch vorhin geschrieben, du spielst Poker, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Guten Abend, ihr Lieben. Grüß euch. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Willkommen im Mai. Alles neu macht der Mai. Herzlich willkommen an die vielen netten neuen Gesichter. Schön, dass ihr da seid. Tja. Konstruktive Vorschläge, was wir noch so anstellen könnten, kam noch keine. Ah, schön. Weil ich gefragt habe, was machen wir denn heute? Ich habe ja schon eine Idee. Ich dachte, wir unterhalten uns mal über Familienaufstellung. Hallo Sabine, grüß dich. Habt ihr schon mal was von Familienaufstellung gehört? Muss nicht sein, sagt. Ah, ja, Renate ist auch wieder da, oder? Wie grüßt dich, Mausi? Bist du wieder zurück vom Urlaub? Ja, wir auch. Wir haben dich schon vermisst. Wegen dir ist unsere erste Sendung, die Single-Show, ausgefallen. Weil ein Teilnehmer hat gefehlt zur Erreichbarkeit der Mindestteilnehmerzahl letzten Sonntag. Aber dafür machen wir diese Woche Mieterfon TV. Ich war auch nicht wirklich böse drum, weil ich EKO war. Ich hatte ein anstrengendes Wochenende mit einem wunderschönen Seminar mit der Zunda-Rendo-Therapeuten. Und ich war dann eh irgendwie total groggy, weil ich dann noch eine Isis-Meditation hatte. Und ich habe mir gedacht, machen wir die dann Ende Mai. Die erste Single-Show ist abwisch. Hauptsache, ihr seid alle dabei. Na? Wie seid ihr denn reingeflogen in den Mai? Habt ihr die Besen gut geparkt oder seid ihr abgestürzt oder was habt ihr so getrieben? Ich muss ja schon nachfragen, wenn wir in der Hexentalk-Runde sind. Ich war heute sogar zu faul, die Apfelschorle in ein Glas zu füllen. Ich habe mir heute einfach die Flasche hingestellt. Du treibst nie. Schade. Schade. Ich habe heute meine Hexenbar eingeweiht mit dem Musikverein. ja, es war etwas frisch. Na, servus. Jenny, du machst Sachen. Nein, Volker, du warst da nicht da. Dann hätte sich die Angie bei dir auf den Schoß setzen können. Dann hätte sie eine Sitzheizung gehabt. Ach so? Angie, habe ich recht. Genau. Schön, dass ihr da seid. Sind eh noch nicht alle da, weil heute haben wir noch ein paar nette Anmeldungen. Ja, ich habe mir nämlich, ich habe ja, ich weiß nicht, ob ihr die schon entdeckt habt. Wir haben ja jetzt eine neue Seite für die Hexenschenke. Da gibt es dann auch immer leckere Hexenrezepte. Und was ich halt so alles in meiner Hexenschenke anbiete, das poste ich dann auch. Und da ich ja richtig gemein war, hallo Tina, habe ich gestern irgendwie auch noch Spargel gekocht und Lachs dazu. Und ich bin dann, und als ich dann mitten am Essen saß, hat es unter mir gekracht und gescheppert. Und ich dachte mir, komisch, meine Nachbarin macht heute von unten Krach. Wie schafft die das? Und dann bin ich irgendwie raus, weil ich ums Haus spionieren wollte. Und dann habe ich einen Fremdling entdeckt, einen Erdnuckel, der unten aus dem Keller kam. Musste dann schallend lachen. Und ja, ein unangekündigter Gast stand dann vor der Tür. Es war dann recht lustig. Der hat dann noch gemeint, er müsste noch irgendwo Lavendel ausgraben. Und dann hat er den Spatenstich gesetzt. Ich habe so gelacht.
Ja, und dann habe ich noch ein bisschen so geschäkert mit meinen Hexen. Dann habe ich mir hinterher gedacht, wir hätten die Late Night eigentlich gestern machen können. Dann hätten wir alle gemeinsam Beltane feiern können. Aber das kam mir dann erst hinterher. Ich habe gedacht, vielleicht feiern wir heute ein wenig. Ich habe auch schon ein bisschen was hier hergelegt. Und ja, ich meine, es gibt ja viele, die sind im Osten oben. Und die warten wahrscheinlich vielleicht auf dem Brocken, keine Ahnung, oder am Hexentanzplatz im Harz. Weil da war ich auch schon in der Walpurgishalle oben. Und andere wiederum machen es eher auf dem keltischen Weg. Das hat, oder hier bei uns ist ja so dieses traditionelle Maibaumaufstellen von den Vereinen. Davon habe ich nicht viel mitbekommen, aber ich weiß ja nicht, wie ihr denn eure Welt. Wie verbringt ihr denn im klassischen Sinn euer Beltane, eure Walpurgisnacht, eure Hexenparty? Macht ihr das überhaupt oder sitzt ihr da eher gemütlich auf der Couch und trinkt ein Glas Wein? Weinfeuer, okay. Weinfeuer, sagst du? Was habt ihr noch gemacht? Kann ich dir gleich sagen, Ilona, was mit deiner Verbindung los ist? Ja, bei 66% wird es ein bisschen schwierig, Ilona. Du hast fast keine Internetverbindung. War das Telefongespräch wenigstens fruchtbar, Renate? Ich habe ja eine fetzende Überraschung für dich, Renate. Jetzt darfst du die Daumen drücken, dass die ganzen Blüten am Marillenbaum, die schon geblüht haben, auch Früchte werden. Dann kannst du dich heuer in meinem guten Schnaps ertränken. Ja? Also du warst auf dem Blocksberg. Bist du im Harz, Hans-Georg? Also ich war halt mal in Wernigerode auf dem Hexentanzplatz oder wie das heißt. Ach so, im Fernsehen. Das gucke ich mir nicht an. Wenn, dann spuke ich schon selber. Wer hat denn ein Ritual gemacht von euch gestern? Ich meine, so ein richtiges Ritual für sich. Irgendwer gehext? Abracadabra? Mai? Wer hat denn so richtig gehext von euch? Keiner. Oder sich mit Freunden getroffen und ein Ritual gemacht, so ein richtiges klassisches Beltane-Ritual? Volker. Mensch, kein Ritual. Mann. Nichts für die Liebe, nichts fürs Geld, nichts, nein. Ich mache nicht mit euch. So gar nichts. Ach, wo, Renate. Wir haben doch schon des Öfteren ein paar Rituale besprochen hier, Angie. Da wäre doch mit Sicherheit was dabei gewesen. Der Moses schmeißt euch Bussis entgegen. Ich weiß nicht, ob ihr die hört. Jetzt wird es interessant, Simone. Was hast du denn gezogen? Das Ass der Kelche? Mensch, Simone, das ist ja der Wahnsinn. Warte mal, wir gucken mal, was meine schlauen Karten zu deinem Ass der Kelche sagen. Aha, es geht um die Details. Jetzt wird es spannend. Eine brauchen wir noch. Ui, Simone, das willst du jetzt nicht hören.
du steuerst auf den Gipfel des Glücks zu. Guck mal. Na, was sagst du jetzt? Renate spuckt auf die Liebe, du ziehst die Liebe und du steuerst mit Details auf das Gipfel, den Gipfel des Glücks zu. Ha, 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 ha. Renate, das hast jetzt davon. Edge, Batch. Edge, Batch. Selber schuld. La, 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 la. Dumm gelaufen. So, wer hat noch was angestellt gestern? Ja, Jenny? Du hast Bewusstseinsschübe gehabt, also dir sind Dinge klar geworden. Klarheit ist immer gut. Klarheit ist was ganz Tolles. Ja? Ilona, wo in Österreich oder in Deutschland? Weil hier haben sie, glaube ich, einen riesen Check vor dem Moment am Rennen. Okay. Ich habe noch nicht mal mitgekriegt, ob dieser Jackpot jetzt geknackt wurde hier mit den neuen Mille. Aber mir würden ja schon 300.000 reichen. Da hätte ich ja dann schon ausgesorgt. Ja? Echt? Habt ihr so einen fetten Jackpot gerade in Deutschland? Boah. Also Volker, wenn du den gewinnst, mir reichen 300.000. In Deutschland 90 Mille vorgelegt. Ach, der Euro-Check. Die Euro-Million. Ja, das ist ja was anderes. Euro-Million ist ja auch nicht schlecht. Da hast du sowieso jeden Dienstag, kannst du da 15 Mille abgrasen. Ist auch nicht blöd. Ja, und je mehr Bekloppte dann rennen zum Spielen, umso mehr, ne? Aber ich bin ja ausgewandert, ich kann ja nicht mehr mitspielen in Deutschland. Ja, was hast du gezogen für eine Rune, Renate? Echt, ist der Jackpot geknackt, Monika? Na, servus. Immer die Wiener, gell? Muss ich mal gucken, Volker. Du hast mir schon mal einen Link geschickt. Das war dann die reinste Pleite. Da ging es um Shades of Grey. Da habe ich nur ein paar Minuten lang eine graue Wand gesehen. Weißt du, Volker, wenn mir die 300.000 Euro zustehen, die ich gerne hätte, dann komme ich an das Geld, egal wie. Das ist so, ja. Ich habe mir das ja so angehört, die Tage mal, was würde man denn tun? Das größte Problem ist, dass alle in die falsche Richtung gehen, wenn sie gewinnen würden. Ich sage immer, eine Stiftung anlegen. Sofort eine Stiftung gründen mit dem ganzen Geld. Das ist der einzig richtige Weg. Wenn einer wirklich viel im Lotto gewinnt, eine Stiftung gründen und diese Stiftung, das Geld ist dann in der Stiftung drin. Ach du Volker, ich bin nicht arm. Ich bin reicher wie reich. Reich an Erfahrung, reich an Liebe. Reich an euch. Ich weiß nicht, ob man das mit Geld aufwiegen kann. Danke, Jindra. Ja, ich glaube manchmal, man kann sich weder Liebe noch Gesundheit noch sonst was mit Geld kaufen. Das Einzige, was man machen kann, ist, man kann Geißen spielen, in der Weltgeschichte rumfliegen, ständig shoppen gehen.
immer einkaufen gehen, weil man zu viel Geld hat, ist auch eine Mangelbefriedigung. Ich weiß nicht, ob Geld wirklich glücklich macht. Und jeder kommt und will irgendwas vom Kuchen abhaben. Ich sage ja, eine Stiftung gründen, dann kann man ja irgendwas tun mit dem Geld. Ja? Also das Einzige, was mir einfallen würde, wäre, meine Wohnung bar zu bezahlen und ein neues Auto. Mehr würde mir, glaube ich, mit dem ganzen Geld gar nicht einfallen. Ich glaube, dass ihr zwei gar nicht so weit auseinander seid, Renate und Volker. Vielleicht könnt ihr ja dann in der Single-Show mal miteinander Spaß haben, wenn ich meine Spielchen mit euch mache. Also ich habe mir mal überlegt, ich habe ja heute ein wunderbares Erlebnis gehabt. Und es gibt ja so, und ich musste so lachen und dann schoss mir so in den Kopf. Ich frage euch mal, was ihr von Familienaufstellung haltet. Weil die Leute sagen ja immer, Familienaufstellung wäre Schattenarbeit. Wieso nicht? Simone? Ich sage euch dann auch mal, was ich von Familienaufstellung halte. Das glaube ich, ja, Angie. Mit was, bei was bist du dabei, Jenny? Bei Familienaufstellung? Stellt euch mal vor, ihr seid in einer Gruppe, wo bestimmte Personen eine Rolle aus eurer Familie einnehmen sollen. Findet da nicht eine Energieübertragung statt? Habt ihr schneller einen anderen Schuh an, wie euch lieb ist? Tja, Volker. Zwangsläufig muss gar nichts. Was bei einer Familienaufstellung gemacht wird, es wird ein Schuldiger gesucht. Entweder ist dann der Vater oder die Mutter schuld, damit derjenige, der in dieser Aufstellung steht, projizieren kann und sagen kann, weil meine Mutter oder weil mein Vater. Und er kommt nicht wirklich bei sich an, sondern er hat ja eine Außenprojektionsfläche. Und irgendeine andere Person in dieser Gruppe wird dann zu dieser Projektionsfläche. Das heißt, schwupp, wird übertragen. Ich hatte das heute mit meiner Cousine bei Facebook. Die wollte, glaube ich, Familienaufstellung mit mir spielen. Es war hochinteressant. Und dann habe ich mir gedacht, wie ich das so beobachtet habe, was sie da macht oder versucht zu machen, dass wir heute mal darüber sprechen. Hat eine Gegenübertragung stattgefunden, Angie. Hat sie ihre eigenen Themen nicht gelöst gehabt und konnte nicht neutral bleiben. Ich kenne das.
die Dame, bei der ich damals den Psychologen, die Schule besucht habe zum Heilpraktiker für Psychotherapie, da musste ich auch aus dem Kurs raus und da war ich schon für die Prüfung angemeldet und ich musste mir dann das alles selber beibringen, weil die auch angefangen hat, in die Projektion zu gehen. Es ist ein Unterschied, wenn ich mit meinen Schattenseminarteilnehmern aus Mitgefühl mitweine oder ob ich mein eigenes Thema dann versuche, durch andere aufzulösen. Das ist ganz gefährlich. Das lernt man übrigens bei mir im Kurs zum spirituellen Berater, dass man genau solche Fallen erkennt, wo in der Beratung oder in der Arbeit dann eine Projektion, eine Gegenübertragung stattfindet. Die Kurse werden jetzt über den Sommer stattfinden. Und zwar unter der Woche, jeweils 2 Stunden. Jenny, eine Familienaufstellung sollte man nicht mit Personen machen, die unter 18 Jahre alt sind. Und ich bin ja generell dafür, dass man bestimmte Arbeiten erst machen darf, wenn die Person Minimum 25 Jahre alt ist. Ich halte auch nichts von Beratern, die unter 25 sind, weil was wollen die beraten? Die haben ja keine Ahnung, was sie da erklären. Wie meinst du das, Angie? Du meinst, ein Engel kam dann und holte dich aus dieser Familienaufstellung raus. Es gibt ja nicht umsonst gewisse Altersgrenzen. Den Führerschein habe ich ja auch erst mit 18. Und vor 18 darf ich vielleicht nur fahren in Begleitung eines Erwachsenen. Ja? Und ich hatte erst diese Woche so ein Thema mit Verantwortung bei Webinaren. Ja? Also, Familienaufstellung ist keine Schattenarbeit, weil die Leute das immer verwechseln. Und es geht auch nicht darum, bei einer fundierten spirituellen Therapieform einen Schuldigen zu suchen, um wieder gekonnt von sich abzulenken, sondern sich wirklich das eigene Ich anzugucken und es dann zu transformieren. Nein, warum auch, Angie? Johannes, das ist... Ach so, ja, darf ich vorstellen, wir haben einen Knöpfle-Smasher heute dabei. Schöne Grüße in meine alte Heimat nach Heidenheim. Die Thematik ist die, Angie, dass es beim, dass sie ja gar nicht wollen, dass der Klient geheilt wird. Sie unterstützen ihn ja nur darin, dass er, wie sage ich immer, bewegungsfähig bleibt. Sie setzen ihn im Takt. Aber sie gehen nicht wirklich an die Ursache hin, weil er könnte ja dann geheilt sein und nicht mehr zur Behandlung kommen oder zur Therapie. Ja? Weil es geht ja wirklich nur darum, denjenigen dahin zu bringen, dass er funktioniert, ich sage immer funktionstüchtig zu machen. Um dann letztendlich über diese Funktionstüchtigkeit ein Abhängigkeitsverhältnis aufzubauen, weil wenn er rausrutscht aus dieser Funktion, dann kommt er ja wieder.
Und es ist ja manchmal auch interessant, wenn man das so beobachtet, ja, dass ja die ganze Thematik dahingehend geht. Also ich kenne ja zum Beispiel so Familienaufstellung mit einem Brett. Ich habe das neulich mal spielerisch mit einer jungen Freundin gemacht und habe sie mal gefragt, wo sie denn wen hinstellen würde, weil es darum ging, wo denn wir Frauen die Männer im Bett liegen haben. Haben wir sie rechts liegen oder haben wir sie links liegen? Welche Position wäre denn am besten? Kennt ihr die Geschichte mit dem Ehebett? Sagen wir mal, der Gipfel des Glücks ist die Frau und die umgekehrte Karte ist der Mann. Wie liegt man im Bett? Man beachte dabei die Herzposition. Das heißt, du lässt ihn in dein Herz, Angie, oder liegt er rechts von dir und du liegst in seinem Herz, aber du grenzt ihn aus, damit er nicht verletzen kann. Noch gar nicht gewusst. Gell? So, wenn ich ihn links von mir liegen habe, lasse ich ihn zu. Habe ich ihn rechts von mir liegen, lässt er mich zu, aber ich grenze ihn aus. Wo ist mein Herz? Mein Herz ist links. So, liegt der linke Hand, lasse ich ihn in mein Herz. Liegt er rechts, lässt er mich in sein Herz. Die Positionen tauschen. Einmal so, einmal so. Jetzt kommen wir wieder an die Situation. Die Sitzheizung hat gefehlt, gell? Angie Volker. Ja? Übereinander. Da müsst ihr auch wechseln. Also am besten ist es, wenn ihr die Schlafposition wechselt, die als jeder jeden ins Herz lässt. Es ist natürlich schwierig, jemanden in sein Herz zu lassen, weil man legt ihn dann rechts von sich, weil man glaubt, dass man sich dann vor Verletzungen schützt. Das ist das Unterbewusstsein. Ne? Darüber habt ihr noch nie nachgedacht. Ne? Wo liegt man denn jetzt wirklich? Lässt man ihn ins Herz oder? Das kann man mit der Familienaufstellung auch machen. Ich meine, ihr könnt ihn ja anfangs erstmal rechts legen, dass ihr in seinem Herzen seid. Ja, und dann könnt ihr ja irgendwann mal tauschen, vielleicht mal, und dann fangt ihr an, einen Monat schläfst du rechts, einen Monat schlaf ich rechts. So, Renate, das heißt, du hast ihn nicht ins Herz gelassen, 30 Jahre lang. Darf ich dich zitieren, Schatz? Hast du nicht gesagt, ich glaube nicht mehr an die Liebe? Wieso? Ich lasse ihn doch nicht links liegen. Ich lasse ihn doch in mein Herz. Achtet auch mal darauf, wenn ihr euch mal
Geht mal rein in eine ehemalige Beziehung von euch und schaut mal, auf welcher Position ihr gelegen seid. Habt ihr denjenigen in dieser Beziehung links liegen gehabt und ihn in euer Herz gelassen? Wie war dann, als die Trennung, was ist dann passiert, als die Trennung kam? Weil er ja in eurem Herzen war. War der Schmerz groß oder war der Schmerz geringfügig? Volker, auf welcher Seite lag sie? Rechts oder links? Hast sie in dein Herz gelassen. So, ist der Schmerz jetzt immer noch da oder ist der Schmerz weg? Aha, Jenny, du weißt ja, rechts ist da, wo der Daumen links ist, ne? Ich kenne einen Fahrschullehrer, der hat immer gesagt, der Beifahrer ist rechts, beifahrerseitig und fahrerseitig. Ja, Renate, dann war da wohl viel zu viel drin im Herz und das Herz war blockiert, wenn es dann eine Befreiung war. Ja? Wo würdest du denn jetzt jemanden liegen lassen, rechts oder links von dir? Wärst du bereit, wieder jemanden in dein Herz zu lassen oder eher weniger? Das ist echt ein interessantes Thema, ne? Weil es ist oft so, dass wir Frauen ja unseren Vater ja, in unser Herz lassen und es dann schwierig wird, jemand anderen an männlicher Energie in dieses Herz zu lassen. Genauso kann es auch sein, das ist jetzt völlig egal, ob das bei Männern, die zum Beispiel homosexuell sind, ist es auch der Vater, nicht die Mutter. Und bei Frauen, die homosexuell sind, ist es die Mutter, die sie in ihr Herz lassen und die nicht wirklich gehen lassen. So, das heißt, diese Bindung ist da. Dann ist natürlich interessant zu beobachten, wo liegt der künftige Partner? Lasse ich ihn ins Herz zu meiner Mutter oder meinem Vater? Oder gebe ich diesen Platz nicht frei? Das ist meine interessante Betrachtungsweise, findet ihr nicht? Ich habe mal gedacht, weil ich euch ja gefragt habe, über was reden wir heute. Ja? Auf die Idee seid ihr noch gar nicht gekommen, mal die Liegeposition zu beobachten, oder? Ich dachte ja schon so, was in der Richtung. Also wäre es vielleicht, stellt euch mal vor, die wo in einer Beziehung sind, ihr geht jetzt aus dem Seminar raus und sagt, du Schatz, jetzt bin ich so lange auf der Seite im Bett gelegen, können wir mal tauschen?
bis die Zeit sich ausgeglichen hat und dass jeder bei jedem gleich lang im Herzen war. Oder wie seht ihr das? Stellt euch mal die Situation jetzt vor. So richtig sind. Hallo Schatz, du. Ich habe da was gelesen. Braucht ihr nicht sagen, dass ich euch den Floh ins Ohr gesetzt habe. Aber ich glaube, wir müssen mal die Seiten wechseln. Und dann beobachtet mal, wie das ist, wenn der zum Beispiel rechts liegt, wenn ihr ihn dann in euer Herz lasst, was da energetisch passiert. Oder schaut mal, wenn ihr mit Freunden zusammensitzt, können die links sitzen? Oder lasst ihr sie eher rechts von euch sitzen? Und wie fühlt sich das an, wenn derjenige links von euch sitzt? Weil das bedeutet ja, ihr würdet ihn in euer Herz lassen. Was ist mit gegenüber? Ach, guck mal an, das heißt, Ilona, du hast intuitiv schon gesagt, ich würde gern mal tauschen. Dann achte darauf, welche Seite vom Körper reagiert, Angie? Guck mal an, Simone. Ja? Drehst du dich dann von ihm weg, Ilona? Also du drehst dich nicht zu ihm hin, sondern du drehst dich von ihm weg. Aha. Volker, schläfst du auch mit der Kaffeemaschine? Ja, normalerweise stehen ja die Frauen drauf, wenn die Männer wie Backöfen im Bett sind, Ilona. Wenn eine Beziehung in Ordnung ist, dreht man sich nicht vom Partner weg und liegt naja, ich weiß ja nicht, Volker, bei dir traue ich ja alles zu. Genau, Angie. Wenn du schon keine Sitzheizung hast, dann soll der Volker wenigstens Socken anziehen. Sehr erotisch. Und wenn die Socken dann beim Volker draußen am Fensterrahmen hängen, dann wissen wir, dass er deine Sitzheizung ist. Nein, jetzt kein Kopfkino, bitte. So.
Also, generelle Frage, weil ich finde das nämlich schon interessant. Findest du nicht, Renate? Ja, wie gesagt, das ist mir heute so eingefallen, weil ich habe mir heute nämlich überlegt, wenn ich jetzt ein Familienaufstellbrett hätte, wo ich meine Cousine hinstellen würde. Da ging es um meine Cousine, da ging es um meine Mutter und mich und meine Cousine wollte mir was erklären. Dann habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt ein Brett nehmen würde, wo würde ich denn meine Cousine hinstellen? Ich glaube, die Monika lacht gerade, weil die hat, glaube ich, die Diskussion mitverfolgt. Meine Cousine hat nämlich heute den ganzen Tag versucht, mir ein schlechtes Gewissen einzureden. Und hat nicht gemerkt, dass ich ihr ständig ihre Themen wieder gespiegelt habe. Und ich habe mir dann überlegt, wie wir denn als Kinder miteinander im Bett lagen. Wer lag denn auf welcher Seite? Und das könnt ihr vielleicht euch mal angucken. Wo habt ihr denn geschlafen, wenn ihr bei Mama und Papa im Bett lagt? Lagt ihr links oder lagt ihr rechts? Haben sie euch in euer Herz, in ihr Herz gelassen oder haben sie euch eher vom Herz weggestoßen? Und versucht in euer Herz reinzukommen. Renate, warst du die Mutter deiner Mutter oder warst du eher die Tochter deiner Mutter? Auf der Besucherliste, Jenny. Ja? Tja, wenn ein ausgewanderter Ostalbler, der in Österreich lebt, mit so einer in Gingen an der Brenz wohnenden Cousine diskutiert, wird das lustig. Jenny lag auf der Besucherliste. Bei Papa durfte ich immer auf dem Bauch liegen. Das war das Nonplusultra. Der hat in der Früh gepfiffen und dann bin ich schnurstracks rein und dann lag ich bei ihm auf dem Bauch und dann hat er mir meinen Rücken gekrault. Das ist nämlich auch interessant. Und wo lag dabei dann die eigene Mutter? Mach doch mal die Familienaufstellung mit Bettgeschichten. Wer hat wen in eurer Familie ins Herz gelassen? Na Jenny, wenn du in der Mitte lagst, bei wem lagst du dann im Herzen? Und wer lag bei dir im Herzen? Weil das ist ja dann auch in der Besucherritze eine klare Sache. Wer lag jetzt wo? Das sagtest du schon mal, Angie. Dass du bei Oma aufgewachsen bist. Ich glaube, das war im Osten oft so, oder? Ganz extrem. Und mit 3 Jahren kamen die im Osten alle im Kindergarten und dann wurden sie alle in ihrer Analcharakterstruktur aufs Töpfchen gesetzt und mussten alle auf dem Töpfchen im Kindergarten sauber werden. Ihr nicht? Das kam dann später.
ich habe ganz viele anale Charakter in meinen Schattenseminaren, wo die Probleme für spätere Leben alle während der Sauberkeit und während der Sauberkeitserziehung stattgefunden haben. Und das sind meistens Menschen, die in Ostdeutschland groß geworden sind. Okay, ja, da kam dann später. Die Mauer ist ja später gebaut worden. Du bist genau 10 Jahre älter wie ich, Angie. Dann hast du ja heuer auch einen Runden. Ich 50 und du 60. Und am Montag feiern wir hier bei mir noch einen 40er. Wieso? Sieht man dir doch gar nicht an, Schatz. Ich habe heute wieder ein Kompliment gekriegt. Mich hat man heute wieder auf 40 geschätzt. Ja, ich werde auch abhauen, weil ich lasse mich nicht in der Früh um 4 Uhr von meinen Freunden wecken, bin ja nicht bekloppt. Ich war an meinem 40. Geburtstag auch nicht zu Hause. Ich habe dann nachgefeiert. Da kam ich von Ägypten zurück und dann habe ich meine bucklerte Verwandtschaft eingeladen und dann habe ich mit denen nachgefeiert. Zwillinge, Renate. Ach nee, zum zweiten Mal. Wieso weißt du, dass du am Mittwoch Oma wirst? Ist da Kaiserschnitttermin oder was? Okay. Da kannst du ja jetzt schon ins Horoskop reingucken. Da weißt du ja auch schon die Geburtszeit von deinem Enkelkind. Kannst jetzt schon hinhocken und kannst ein Geburtshoroskop erstellen. Ich bin ja keine Astrologin. Ich gucke mir immer nur bestimmte Konstellationen an und denke mir meinen Teil. Ich weiß nicht mal, was wir heute für einen Mond haben. Ja? Die Omas treffen sich bei Tahuti in der Late Night. Also nochmal, meine Frage. Lasst uns nochmal zurückgehen zu diesem Liegen. Geht mal zurück in die Kindheit. Wo seid ihr in eurer Kindheit gelegen? Bevor wir hier jetzt mit den Omas rumgeideln. Also Renate, haben dich Mutter und Vater nicht ins Herz gelassen? Bist du nie bei deinen Eltern im Bett gelegen, so wie Jenny auf der Besucherritze? Jenny, bei wem lagst du links und bei wem lagst du rechts in der Besucherritze? Das ist nämlich echt interessant. Darauf bauen sich nämlich eure Beziehungsverhalten auf. Also hast du deine Mutter ins Herz gelassen und dein Vater hat dich ins Herz gelassen, Jenny. Und die beiden haben sich voneinander distanziert, weil du in der Mitte gelegen bist. Interessant, oder? Also Sabine, durftest du in Papas Herz hinein. Wisst ihr, dass daraus auch Konkurrenzkampf mit der Mutter entstehen kann? Wenn ihr links beim Vater im Herzen seid, wird die Mutter eifersüchtig auf euch
Und es beginnt ein riesen Konkurrenzkampf. So, sowas nennt man Familienaufstellung. Da geht es jetzt nicht um Schuldzuweisung, sondern wo lag ich als Kind? Was ich immer so faszinierend finde mit einem meiner Kater, der möchte grundsätzlich bei mir am rechten Arm liegen, obwohl ich immer wieder versuche, ihn zu mir ihn links herzuholen. Das ist aber ein Kater, der geht wirklich zu jedem hin und gibt jedem die gleiche Aufmerksamkeit und schmust jeden. Aber wenn ich was sage, dann gilt es. Das ist der Morpheus. Der ist echt sowas von offen, aber der schläft ums Verrecken nicht auf dieser Seite, sondern der will immer nur rechts liegen. Und wenn ich mich umdrehe und er nicht rechts liegen kann, dann steigt er so lange über mich drüber, bis ich mich wieder so hinlege, dass er da liegt. Das könnt ihr auch bei den Tieren beobachten. Und das ist wirklich was, wenn ihr wirklich mal guckt, wo war ich denn in welcher Beziehung gelegen oder wenn eine Freundin bei mir übernachtet hat. Wo war ich denn gelegen, wenn eine Freundin bei mir übernachtet hat? Das ist echt ein sauinteressantes Thema. Habe ich sie zugelassen? Konnte sie zu mir kommen? Oder wie oder was auch immer? Na? Da kann nämlich ganz schön viel da drin ablaufen. Und das zeigt nämlich auch auf, lasse ich jemand in mein Herz oder ist mein Herz besetzt? Und wer ist in meinem Herzen und in wessen Herzen bin ich? Für was hatte dein Vater uns über? Das heißt, du hast immer alle in dein Herz gelassen, aber sie dich nicht. Und wer war in ihren Herzen? Und wer wurde gar nicht ins Herz gelassen, weil er weder mit Mama noch mit Papa gekuschelt hat, rechts oder links? Wo seid ihr gelegen beim Kuscheln mit Mama und Papa und bei wem seid ihr gelegen? Bei deiner Mutter. Und wo warst du dann bei deiner Mutter, Hans-Georg, rechts oder links? Ich sag's ja. Wie gesagt, ich kam heute auf die Idee, als meine Cousine mit mir diskutieren wollte, so mit ihrem schwäbischen Dialekt. Okay. Also deine Mutter hat dich in ihr Herz gelassen, Hans-Georg. Das ist natürlich schon ein interessantes Thema, ich sag ja. Hattet ihr denn mal Beziehungen, wo ihr getauscht habt? Also zum Beispiel mit dem einen Partner war es rechts, mit dem anderen Partner war es links, wo ihr gelegen seid. Oder zum Beispiel, nachdem es eine Trennung gab, dass ihr irgendwie unbewusst im Bett die Position getauscht habt, beim nebeneinander. Und einschlafen.
Weil Volker sagt ja, ich habe immer alle in mein Herz gelassen, aber die mich nicht in ihr Herz. Also Renate, lässt du niemanden in dein Herz? Warum? Wer sitzt denn da drin, Renate? Bist du dir sicher? Wo lagst du als Kind? Bei Mutter und Vater? Wer ist in deinem Herz? Deine Mutter oder dein Vater? Schade eigentlich, oder? Ist das nicht schade, wenn man... Jindra, es geht aber nicht um die vier Mädels. Die Frage ist nochmal, wo warst du gelegen? Und bei wem warst du gelegen? Warst du bei der Mama rechts oder links gelegen? Warst du beim Papa rechts oder links gelegen? Wo liegt dein Mann? Genau, Volker. Bei Renate rattelt es jetzt eh schon. Ist auch gut so. Renate, wenn du jemanden nicht in dein Herz lässt, dann kannst du doch nicht verletzt werden. Du sagst, ja, was jetzt? Bist du jetzt verletzt oder bist du nicht verletzt? Außerdem, wenn du jetzt neurolinguistisch diesen Satz zerlegen, sagst du, ich möchte weiterhin verletzt werden. Renate, weißt du, was das absolute Heilmittel ist, wenn man aus einer Beziehung rausgeht? Kannst du dich an den Satz erinnern? Ich glaube keiner Frau, die mir sagt, ich möchte keinen Mann mehr haben, weil diese Frau sagt, ich möchte wieder einen Mann haben. Ich möchte keine Verletzung mehr haben, heißt, ich möchte wieder eine Verletzung haben. Ich möchte dich niemals verletzen, heißt, ich möchte dich verletzen. Neurolinguistik. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie das jemand zu mir ganz gesagt hat. Wir saßen in Ägypten und ich saß mit dir gegenüber und sie sagte zu mir, ich möchte keinen Mann haben. Ich möchte jetzt erstmal beruflichen Erfolg haben. Am nächsten Tag kam sie an und hat mir erklärt, dass die Reisebegleitung, die mit in Ägypten war, einer der Teilnehmer ihr total gefällt. Er würde auf sie stehen, sie würde auf ihn stehen. Er hat das total verleugnet. Als ich von Ägypten zurückkam, habe ich sie einem Mann vorgestellt. Die war schneller auf den fixiert, wie sie in Ägypten Nein geschrieben hat. Neurolinguistik sagt niemals nie. Richtig, wenn Renate sagt, ich möchte keinen Mann mehr, sagt sie, ich möchte einen Mann mehr. Wenn Renate sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Verletzungen, sagt sie, ich habe Bock auf Verletzungen. Vorsicht, Renate, Falle. Wenn jemand zu euch sagt, ich möchte dich nicht verletzen, sagt er, ich möchte dich verletzen. Wieder verwendest du eine Verneinung, Renate.
der ideale Partner bedeutet keinen Stress. Der ideale Partner bedeutet Ausgewogenheit. Renate, nicht die Beziehungen sind das Problem, sondern wo bist du als Kind gelegen? Genau, Angie. Je mehr ich es betone, umso mehr verwendet sie diese Worte wieder in ihren Sätzen. Tust du nicht, sonst würdest du ja diese Worte nicht verwenden. Dann würdest du die Satzformulierung ganz anders verwenden, Renate. Im Moment bist du das bockige, zornige Kleinkind, was wie ein wütender kleiner Bullterrier um sich beißt. Und je mehr du es verneinst, umso mehr sagst du ja. Ist so. Also nochmal meine Frage, wo warst das Kind gelegen? Weich mir doch nicht immer aus mit deinem, red doch nicht von deinen Männern, wir sind doch schon viel weiter. Es geht doch jetzt gar nicht darum, wo du jetzt liegst oder gelegen bist. Wir gehen doch jetzt mal zurück. Das heißt, du hast deine Mutter in dein Herz gelassen. Und die sitzt da immer noch drin. Ja. Das heißt, du hast dein Leben lang eine Beziehung mit deiner Mutter, aber mit keinem deiner Männer. Und dann wunderst du dich, wenn du leidest. Also beende doch die Beziehung mit deiner Mutter, dann kannst du dich meinen Mann reinlassen. Scheiße gelaufen, auf frischer Tatertakt. Genau. Renate, weich mir doch nicht aus. Jetzt verwendest du schon wieder kein und nein. Jetzt haben wir es dir 25 Mal erklärt. Ich glaube, ich komme dem Dämon gerade langsam einen ganzen Schritt näher. Wir kommen dem Dämon gerade einen ganzen Schritt näher. Also, wenn ihr eine Familienaufstellung machen wollt, dann stellt euch doch mal im Bett eurer Eltern vor. Oder wo seid ihr mit, oder wie seid ihr am Tisch gesessen mit den Eltern? Ja, es ist extrem schwer, das so auszudrücken, dass es sich, also da wird jetzt, das kriegt es jetzt eh nicht mehr raus, weil ich habe das jetzt schon so implantiert in ihrem Hirn, dass ich meinen Arsch dafür verwetten werde, dass die schneller wieder einen Kerl hat, wie sie gucken kann. Und schon wieder schreibt sie niemals. Und niemals heißt, jemals. Renate, glaub mir, diese Wette verlierst du. Haushalt.
Also ich saß immer links von meinem Vater. Und er saß links von meiner Mutter. Zack, zack, zack. Hat doch der Volker geschrieben. Kündigen. Sag niemals nie. Wir gehen noch mal ins Bett. Liegt ja dann beim Schnackseln auch im Bett. Und nicht nur ober und unter, sondern in der Löffelposition. Also, wir gehen nochmal ins Bett. Komisch, dass noch keiner gesagt hat, wir haben getrennte Schlafzimmer. So wie bei mir. Aha. Und wenn ihr diese getrennten Schlafzimmer nicht hattet, Angie, wie lagt ihr dann? Oh, hervorragend, Renate. Ich stehe auf getrennte Schlafzimmer, weil ich nicht auf Schnarchen stehe. Und weil ich mein Bett für mich und die Prinzen alleine brauche, darum habe ich auch ein ausziehbares zweites Bett. Das ist auch interessant. Das ist wirklich ein sehr interessantes Thema, wie ihr merkt, weil das ist gar nicht so einfach. Dann sagt ihr zu mir, wie kriege ich denn das aus dem Herzen raus? Setzt euch doch erst einmal damit auseinander, wen habe ich denn jetzt in mein Herz gelassen? Wer sitzt denn jetzt da drin, dass das andere nicht funktioniert, Renate? Deine Mutter. Und solange deine Mutter in deinem Herzen sitzt, wirst du immer wieder verletzt werden, weil wo war deine Mutter eifersüchtig auf dich? Bist du dir sicher? Ich wette, dass du diese Wette wieder verlierst. Das ist doch gerade das Verkehrte. Renate schläft links und fühlt sich dann verletzt, weil sie keine Nähe hat, weil ja ihre Mutter dazwischen liegt auf ihrer Herzseite. Sie hat ja ihren Vater auch nicht zugelassen. So wie will sie dann einen anderen Mann zulassen? Auf frischer Tat ertappt, Frau Renate, Sie sind hiermit festgenommen. So ist es. Die Mutter sieht ja die Tochter als Konkurrenz. Ödipaler Konflikt nennt man das in der Psychologie. Das müsste eigentlich unser Doktor wissen als Soziologe. Ja, und wo ist die Ehe, Renate, wenn die so wunderbar war? Wieso besteht sie nicht mehr?
Hast du ihn jemals in dein Herz gelassen? Wenn eine Liebe besteht, stirbt die nicht, wenn man sich verändert. Wenn man jemanden in sein Herz lässt, ist er da immer drin. Aber das geht ja nicht, weil es sitzt ja deine Mutter drin. So, bei wem sitzt die Mutter oder der Vater im Herz? Jetzt bin ich mal gespannt. Mutter, beide Fische, Fakten auf den Tisch. Hiermit sind Sie festgenommen, bekennen Sie sich schuldig. Da gibt es nur eine Möglichkeit, Malorian-Ermol-Therapie weiter. Ich habe das Ding so entwickelt, dass man das alles lösen kann innerhalb eines Wochenendes. Schattenseminar. Wir haben ja immer noch eine Signora Incognito hier im Webinar, obwohl ich gesagt habe, ich schmeiß jeden Incognito raus. Wer ist Signora Incognito? Oh, Jenny. Aber ganz klar. Dein Vater. Aber ganz klar. Erzähl mir nichts, Kind. Ja? Frage ich nochmal, wer ist Signora Incognito? Nein. Zweiundzwanzig, so rausgeflogen. Wir brauchen keine Spanner, wir brauchen keine Inkognito-Leute. Aus dem Haus. Da waren es nur noch 17, da waren es nur noch 16 Teilnehmer. Das ist, ich kann das nicht ab. Da sitzt jemand inkognito mit euch im Webinar. Wir machen hier Webinar, wo es um eure Themen geht. Ja, und dann wird von hinten gespannt und zwar inkognito. Das ist ein absolutes No-Go, wenn ich mir schon Zeit nehme, hier 2 Stunden Late Night zu machen. Nein, da ist die Anmeldung ist nicht inkognito gewesen. Und ich habe es mehrfach angesprochen und ich gucke ja immer wieder nach, wer sitzt denn noch so da. Weil das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht, dass über eure Themen hinterher anonym gequackt wird. Das ist absolut touch-touch. Ja? Das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, ich hätte bitte gerne ein Horoskop, aber ich sage nicht mein Geburtsdatum und meine Geburtsstunde. Ja, und meinen Namen sage ich auch nicht.
Wir sind hier nicht bei Astro TV in der anonymen Beratung. Wir machen hier Themen, die das Herz bewegen und gerade heute. Und da brauchen wir keine Spanner im Hintergrund. Und ich habe es von Anfang an gesagt, wer inkognito ist, fliegt raus. Das ist unfair allen Teilnehmern gegenüber. Wer nicht hören will, kriegt Flugschein. Putsch. Unwiderruflich aus dem Seminar geschmissen. Kannst du nicht mehr einloggen. Das gibt jetzt eine schlechte Bewertung, aber das ist mir auch wurscht. Damit kann ich leben. Darum geht es doch gar nicht, Renate. Es geht hier um euch. Ja? Wir unterhalten uns hier. Wir gucken uns bestimmte Sachen an. Das hat auch etwas mit Vertrauen zu tun. Und ich mache das extra so, dass ich für die Videoansicht, für die, die nicht freigeschaltet sind, 5 Euro kassiere, damit ich anhand der Rechnung sehe, wer guckt sich die Videos an. Das ist mir egal. Die Bewertungen sind mir wurscht, sind rund. Ich bin nicht wie andere Leute, dass ich jede Bewertung kommentiere. Und wenn ich mehrfach sage, Inkognito-Anmeldungen werden nicht freigeschaltet, andere Leute haben sich ja auch dran gehalten und haben es geändert. Ja? Ich muss mich ja nicht verstecken. Und da könnt ihr mal drauf achten, Menschen, die immer nur im Hintergrund sitzen und immer nur alles beobachten, das sind die, die euch als erstes das Messer in den Rücken bauen. Die, wo ganz wenig reden und immer nur zuhören. Dieser Spruch, stille Wasser sind tief, kommt nicht von ungefähr. Ich habe ja alle Teilnehmerlisten. Ich kriege ja die E-Mail-Adressen. Fällt dir das auf, Vanessa? Das ist ein Thema, da geht's. Ja? Es gibt sehr viele Online-Trainer, die Inkognito-Anmeldungen nicht freischalten, auch keine Fantasy-Names. Es muss ja keiner den Nachnamen dazu schreiben. Simone steht ja auch als Simone da. Aber wir wollen ja auch wissen, mit wem wir uns unterhalten. Es ist ja nicht Nachnamenpflicht, ja. Aber wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass da komische Namen sind, dann schalte ich denjenigen nicht frei. Und heute sind auch wieder einige freigeschaltet, die mal wieder nicht am Seminar teilnehmen, obwohl sie mir gesagt haben, dass das nicht mehr vorkommt. Dass sie sich anmelden und dann nicht kommen. Immer wieder, mir fällt das auch auf, Vanessa, deswegen werde ich auch die Wette gewinnen. Och Mensch, Christian, sag doch was. Meiner ist morgen 6 Wochen tot. Christian, dann rede doch mit uns, dafür sind wir doch da. Kinders, wir haben es schon mal gemacht. Lasst uns den Christian aufbauen.
Macht ihr mit? Wir machen eine ganz dicke, liebevolle Umarmung und wir nehmen alle den Christian in den Arm. Natürlich, Sabine, das sind nur Leute, die kommen, weil sie spionieren wollen. Wie macht Dieter Huti? So sehr sie mich verteufeln, so sehr kopieren sie mich. Okay, wir nehmen alle mal, macht alle mal die Beine breit. Quatsch, die Arme breit. Da habe ich aber, da weiß ich aber, dass er Dieter heißt als Georg. So, wir konzentrieren uns mal alle auf den Christian. Bleibt mal bitte beim Thema. Macht mal alle die Arme breit und schließt die Arme zusammen und dann lasst mal die Energie zu Christian fließen. Nehmt ihn mal alle in den Arm und der Christian kann weinen, was das Zeug hält. Ganz fest umarmen. Und jetzt geht der Metatron zum Christian. Nimmt den Christian ganz fest in den Arm. Wir alle schicken dem Christian ganz viel Liebe und Kraft. Haltet den Kreislauf schön geschlossen, so wie ich das auch mache. Und lasst diese Energie ganz stark fließen. Ihr werdet das spüren in euren Armen. Wir nehmen den Christian ganz fest in den Arm. So, jetzt ganz langsam wieder aufmachen. Ganz langsam wieder zurück in die normale Position. Jetzt lassen wir den Metatron und unsere Energie mal arbeiten. Lassen das einfach mal fließen. Und dafür sind wir heute da. Der Christian verspricht uns jetzt, dass er am Sonntag in der Metatron-Sendung mit dabei ist und wir ihn nochmal in den Arm nehmen. So, es kribbelt richtig. Spürt ihr das, wie die Energie fließt, wie aus der Steckdose raus? Das machen wir jetzt alle für den Christian. Meine auch, Sabine. Sagt mal Angela, Sabine, jetzt muss ich euch mal was fragen. Wieso macht ihr eigentlich nicht den spirituellen Botschafter? Christian, mir musst du das nicht erklären. Ich habe vor 5 Wochen einen meiner Kater von den Bahnhofsschienen runtergeholt. Mit abgetrenntem Kopf und abgetrenntem Schwanz. Ich saß mitten im Seminar. Und wie ich mich heute auf die Sendung vorbereitet habe, hat er miaut. Der rennt hier auch durchs Haus, meine Ab. Und hat hier an der Tür gekratzt, weil er rein wollte. Und dann dachte ich, das ist entweder jetzt der Morpheus oder der Merlin. Und dann habe ich nachgeguckt und die zwei lagen drüben auf der Couch und haben gepennt. Also war der Mephisto hier an der Tür gestanden und hat versucht aufzumachen.
Ja, der ist ja selber schuld. Was muss der über den, was muss der auf den Schienen rumrennen, der Trottel? Ich habe da kein Verständnis dafür. Das Beruhigende für mich war einfach, dass er gleich tot war, weil das war ratzfatz erledigt. Lieber so, wie wenn er mir irgendwie da, was weiß ich, wenn da was, Gott, was passiert wäre. Der wollte heimrennen. Dann hat er die Mauer nicht geschafft, weil er war behindert. Er stand an der Mauer, wollte die Mauer hochspringen und dann hat ihn der Schnellzug erwischt. Und eine Woche später ist ja bei uns in Österreich ein schwerer Unfall passiert an einem Bahnhof. Stand ein Kinderwagen, ein Buggy am Bahnhof. Die Mutter hatte sich kurz weggedreht, kam der Zug, dann kam der Buggy in diesen Windhauch von dem Zug rein und dieser Sog hat den Buggy mit dem Kind mitgezogen und das Kind ist unter den Zug gekommen. Der Mephisto kommt eh wieder. Außerdem hat er sich ja neulich da eiskalt fotografieren lassen. Gibt ja schon wieder Fotos, wie er sich aus der Geisterwelt zeigt. Und wie man richtig die Katze sieht, bei mir hier am Eingang vom Studio, an meiner Flügeltür, da hängen rote Vorhänge. Und da sieht man im roten Vorhang drin den Katzenkopf. Wir vermissen den alle, aber wenn der so deppert ist und sich vor den Zug schmeißt, kennen wir nichts dafür. Wir schimpfen halt immer alle mit ihm. Christian, ich erzähle dir jetzt was. Ich habe einen Merlin, den ersten, im Januar 2012 einschläfern lassen. Als ich am nächsten Tag dann über die auf der verschneiten Straße nach Hause fuhr, war an einer Bergkette über Bad Ischl eine ganz komische Wolkenformation. Ich habe die Bremse reingehauen und habe mit dem Handy diese Wolkenformation fotografiert. Man sah ganz klar in dieser Wolke drin einen Katerkopf, den kompletten Kater mitsamt der Pfote und der Merlin sagte zu mir, ich komme wieder. Dann haben wir immer gedacht, dass der Mephisto der Merlin ist, weil der wurde dann danach gezeugt und kam dann im Juni auf die Welt und im August habe ich ihn geholt. Mit dem Mephisto zusammen habe ich seine Schwester mitgenommen, die bei meiner Freundin in Scharmstein lebt. Nachdem also mein Mephisto dann kastriert war, teilte mir meine Freundin mit, dass mein Mephisto Onkel wird und dass die Melina schwanger ist. Und am 21. Mai 2013 habe ich 5 Babys auf die Welt geholt, weil die Melina es allein nicht geschafft hat. Und bei diesen 5 Babys war der Merlin dabei. Und der Mephisto war der Weg zum Merlin. Und am Anfang war der Morpheus mit dem Merlin, dann kam der Mephisto, weil der Merlin weg war. Und jetzt habe ich wieder den Zustand der Morpheus und der Merlin. So habt ihr Gänsehaut. Christian, wenn der einen neuen Körper gefunden hat, einen gesunden Körper, kommt der wieder. Der wechselt jetzt nur den Körper.
Habe ich dir gerade gesagt, Christian, was du geschrieben hast? Ja? Aber es ist auch wichtig, dass du den Schmerz zulässt. Und weinen gehört dazu. Und dann noch etwas. Die magischen 3 Tage, Christian. Der erste Tag ist immer am schlimmsten. Am zweiten Tag denkt man schon darüber nach, was kann ich jetzt für meinen geliebten Schatz tun. Und am dritten Tag geht man es an. Und wenn diese 3 Tage rum sind, dann ist es auch eine Erlösung, sowohl für dich als auch für das Katerchen. Ja? Also wie gesagt, ich war froh, dass er tot war und dass ich gesehen habe, dass er gleich tot war. Ich wusste auch, dass er nicht mehr heimkommt, weil ich war hier im Seminar und meine anderen lagen alle hier rum. Und hier kam ein Windhauch rein. Und draußen haben die Krähen gepfiffen. Ich wusste, der liegt am Bahnhof. Das muss nicht die gleiche Rasse sein, Hans-Georg. Ja, der Merlin sieht jetzt auch ganz anders aus wie vorher. Aber er ist 1:1 der Merlin. Der hat auch die gleichen Verhaltensweisen, damit ich ja mir sicher bin, dass er der Merlin ist. Nicht nur den Namen. Und der Moses, der schreit auch die ganze Zeit wie der Merlin und miaut wieder wie der Merlin, so wie er es früher getan hat. Ja? Ja, ich bin ja froh, dass du dich geöffnet hast und dass du es uns erzählt hast, Christian. Deswegen sitzen wir doch hier. Mensch, sag doch was. Darum machen wir das doch. Ja, also es ist schon ganz wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir da wirklich reingehen auch in das Thema. Gerade sowas möchte man ja auch teilen. Man fühlt sich ja dann auch so allein und fühlt sich irgendwo verlassen. Ja? Wir sind ja alle spirituell, deswegen treffen wir uns ja auch hier. So, Angie, unser Bene, zu den Kosten. Jetzt gibt es ja dann die 59-Euro-Abende. Da, wo die Ausbildungen länger dauern, aber dafür etappenweise gebucht werden können. Das Sommerprogramm. Da hat sich ja der ein oder andere eh schon angemeldet für den Infoabend mit der Akademika Kulta nächste Woche und da werde ich das ganz klar erklären, wie es abläuft. Weil Renate hat ja mal gesudert gehabt. Unter der Woche am Abend wäre man lieber. Na? Ja? So, Christian, was du bitte noch machst. Du wirst dir morgen einen Tontopf holen. Einen ganz normalen Blumentontopf. Und in den wirst du halb voll mit Erde füllen oder dreiviertel voll. Und dann nimmst du ein Glas Wasser. Und stellt den Tontopf und das Glas Wasser auf die Fensterbank. Ja? Damit öffnest du deinem kleinen Freund die Tür, ohne dass er dir Energie zieht. Und jetzt kommt das Schwierigste. Sämtliche Fotos, die du von dem Katerchen irgendwo öffentlich rumstehen hast, packst du dafür bitte in eine Schublade
oder in ein Fotoalbum. Weil du somit sonst die Tür zum Jenseits offen lässt und er deine Energie abzieht. Also mit dem Tontopf und dem Glas Erde, Glas Wasser, öffnest du ihm die Tür, dass er mit seinem Geist immer wieder kommen kann, solange bis er einen Körper gefunden hat, wo er wieder einzieht. Dann wirst du auch spüren, dass er weg ist. Das lässt er mal so 4 bis 5 Wochen stehen. Und bitte keine Fotos rumstehen lassen oder an der Wand hängen lassen. Das mal auch, wenn ihr Verstorbene aufgehängt habt, bitte runternehmen. Weil ihr haltet damit immer eine Tür ins Jenseits offen. Bei Sterbebildchen sieht man das ja, die sind ja immer zusammengeklappt, damit das Foto nur öffentlich wird, wenn man es öffnet und sagt, hallo Schatz, ich hoffe, dir geht es auf der anderen Seite gut. Mach das bitte so, Christian, damit du es nicht vergisst. Notier es dir bitte. Es ist eine, weil aus Erde wirst du geboren und zur Erde wirst du wieder werden und das Wasser des Lebens. Ne? Deswegen ins Fenster stellen. Hast du dir alles notiert, Christian? Wenn du alles notiert hast, dann sag das mir bitte. Wichtig ist, dass du es notierst, sonst vergisst du es. Weil der Schmerz ja dann schneller ist wie die Erinnerung. Gut. Wichtig ist, wenn ihr sowas auf dem Herzen habt, dass ihr mit uns darüber sprecht, wenn wir hier zusammensitzen. Gerade wenn es so frisch ist. Eine Umarmung oder mal eine Prise. Achtung, jetzt kommt er wieder. Goldstaub. Jetzt riecht es wieder. Kann man immer brauchen. Und dafür sind wir da. Und treffen wir uns ja hier. Auch wenn wir zwischendrin viel lachen, das gehört auch mit dazu. Aber wichtig ist, dass wir auch über den Schmerz sprechen. Weil wir machen die Late Night, ja. Ach so, ja, es gibt übrigens noch was zur Late Night, bevor ich es vergesse. Die wird künftig 14-tägig am Freitag stattfinden. Die Donnerstag Late Night werde ich nicht mehr machen, weil da keine Anmeldungen kommen. Das ist das, die Sommerpause einfach auch. Das heißt, wir treffen uns jetzt alle 14 Tage in der Late Night.
einmal im Monat zur Metadrohnen-Sendung und einmal im Monat zum Single-Treff. Hans-Georg, meine Strandbar wird Seminare anbieten. Das ist nichts Erholung. Das ist eine Hexenschenke, wo es jede Woche Programm geben wird. Und das Programm findet bei schönem Wetter statt. Aber das werde ich erzählen, wenn die Akademiker Occulta den Infoabend macht. Kann man hinfahren und kann an den Kursen teilnehmen oder an den Vorträgen oder was auch immer. Das ist sowas wie die Late Night, nur draußen bei schönem Wetter. Und ich bin die Wirtin. Genau. So. Wir haben ja noch was vergessen. Genau, Meter. Wir brauchen ja noch eine Energiekarte. Yes, das ist noch. Können wir gleich mal mischen. Eine Liste. Snappet in der Kiste. Heute haben sie mal gemischt, gell? Wow, die hatten wir noch nie. Das ist die 12. Ganz toll. Sieht eigentlich, ist ein Wasserstrahl. Guckt euch die mal an. Und oben sieht aus wie ein Engel, dieser Wasserstrahl. Ne? Oder seht ihr den, ihr seht den Engel auch, oder? Genau. So, flüssiges Gold. Na, nicht schlecht. Vielleicht solltet ihr doch Lotto spielen. Ich will nur 300.000, wenn einer den Jackpot knackt. Flüssiges Gold. Flüssiges Gold steht sowohl für Isis-Energie oder für Metatron-Energie. Da haben wir ja einen Engel drauf, also würde ich sagen, werdet ihr in den nächsten 2 Wochen bis zur nächsten Late Night oder vielleicht auch, ach ja, wir sehen uns mit Sicherheit am Sonntag zur Metatron-Sendung. Werdet ihr mit Sicherheit von diesem goldenen Licht begleitet, von diesem flüssigen goldenen Licht Gold. Renate, was ist denn Fülle? Vielleicht mal eine wirkliche, glückliche Beziehung zu leben, kann auch Fülle sein. Danke, Angie. Zwei doofe, ein Gedanke. Köstlich. Renate, einfach mal zulassen. Weißt Renate, im Schattenseminar lernt man Geben und Nehmen in den Ausgleich zu bringen. Nur mal so viel dazu. Tja. Du weißt ja, wenn man zunimmt, Renate, dann versucht man sich Platz zu schaffen und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Weil molligeren Menschen schaut man eher hinterher wie schlanken Menschen. So, ich werde mich jetzt verabschieden. Simone, ich glaube, die merkt das selber so wenig wie, jo, wie wenn sie in einen Reisnagel tritt. Ja? Ja, ich stehe ja dazu, dass ich böse bin, Renate. Das weißt du doch. Das Wetter ist mir eigentlich wurscht. Ich habe noch so viel Arbeit und Vorbereitungen. Kuchen backen und was weiß ich was. Und dann habe ich noch Seminar, spirituelle Botschafter und, und. Und am Sonntag habe ich ja dann noch Metadrohnen-Sendung. Ach, und was weiß ich was. Ja? Also ihr zauberhaften Wesen. Renate, Hausaufgabe. Schreib doch mal auf, wie oft du Vermeidungen in deinen Sätzen verwendest. Und Christian. Lass den Schmerz zu, aber nicht zu lange. Ja? Ihr Süßen. Ihr wisst ja, macht keinen Blödsinn, den ich nicht auch machen würde. Ne? Schau dabei. Tschüss.